Schnee und Sturm waren heute Nacht angesagt. Es war ein saumäßiges Wetter und nun scheint hier die Sonne. Wir sind 5,5 Stunden hierher gefahren. Das Wetter wechselt innerhalb von Minuten. Gerade hatten wir einen starken Schneeregenschauer und nun scheint wieder die Sonne. Bahnhof Saalfeld. Hier wollen wir morgen filmen, wenn die Dampflokomotiven bahnmäßig eingesetzt werden. Natürlich nicht nur hier im Bahnhof, sondern auch auf freier Strecke. Ein bisschen Reichsbahnluft schnuppern im Saalfeld auf dem Bahnhof. Eine 232 und die 204 hat endlich Ruhe gegeben, die links neben mir steht. Der Wasserturm von Saalfeld. Die 204 680, die so einen fürchterlichen Lärm gemacht hat. Eine 232 fährt aus dem Bahnsteig. Und erwartet wird nun aus der Gegenrichtung, nicht aus dieser hier, in der ich die Kamera halte, der Intercity-Zug nach München. Einfahrt hat nun der Intercity-Zug nach München. Ein erster Klassewagen, der zweite ein Speisewagen. Tatsächlich. Es bewegt sich doch. Der Intercity fährt um 15:10 Uhr raus mit 7 Minuten Verspätung.
204 drückt ihren Doppelstockzug raus. Dahinter ist ein Zug reingeschoben worden. Langschwabene 344 fährt nun wieder mit einem Teil des Zuges nach vorne. Da wird fleißig rangiert. Nochmal ein Blick auf eine 219er in der Sonne. Und hinter der Lok 2 Bahnsteige weiter habe ich, glaube ich, noch eine Delikatesse entdeckt. Ich werde jetzt mal dorthin gehen. Dann so alles entdeckt, wenn man Dampflokomotiven filmen will. Freitagnachmittag in Saalfeld auf dem Bahnhof. Da hinten fährt eine 219 im Lätzchenanstrich. Vielleicht packe ich sie gleich nochmal. Aber das ist hier ja eine heiße Kiste. Bei der Regenbachtalbahn, die haben die aufgearbeitet. Die haben die aufgearbeitet? Ja, da waren zwei Stück davon existieren da mit den letzten. Ach, und die sind aber hier bei der Reichsbahn geblieben? Die sind bei der Reichsbahn, das war praktisch so Auftrag, da war bei uns voll. Und da sind drei Stück zu der Regenbachtalbahn gekommen. Wer auf die Fahrt gekommen ist, den müsste man jeden Morgen gegen so eine Lok, die er so hat, anstreichen lassen mit dem Kopf schlagen. Ah. Naja, die wird wieder irgendwie, wenn die nach Chemnitz. Dem Lokführer der 346 habe ich gerade gesprochen. Er war so freundlich, mich so ein klein wenig zu informieren. Der Wagen nach Oberweißbach wird heute noch überstellt. Ist hier aufgearbeitet worden heute. Kirchturm von Millwitz, Samstagmorgen, den 29.01.1994.
hier stehen wir in einem romantischen Tal. Hier runter wird gleich die 65er kommen. Und ein wunderbarer alter Wasserturm ist hier zu sehen. Hebelwerk in Sitzendorf. Einfahrt in Sitzendorf. Wir sind in Katzhütte, die Lok hat umgesetzt und fährt nun wieder zurück nach Rottenbach.
Kurve. Und dort hinten steht die 65er, die in einigen Minuten rausfahren wird. Fast einer Stunde kommt die 65er wieder zurück.
Strecke vorbeigekommen und sind nun zurückgefahren, um noch einmal mit dieser Bergbahn zu fahren und uns auch oben die Anschlussbahn anzusehen. Der Triebwagen, den ich gestern in Saalfeld auf dem Bahnhof gesehen habe, steht gleich hier nebenan und der wird wohl noch irgendwann mal nach oben befördert mit einer speziellen Bühne. Ganz klammheimlich, still und leise ist dieser Wagen runtergekommen. Wir haben es gar nicht gemerkt. Damit werden wir nun rauffahren. Wie viel? 25%. Das ist ja eine richtige Idylle. Und ist das nicht schön? Okay. Das ist die Auswahl. Ja. Der Kiff hat da unten gesessen. Der war da unten im schwarzen Wirbel. Das ist ja eine geile. Ist aber Kreuzung. Ja. Da kann man hier auf diese elektrischen Triebwagen oder einen Güterwagen drauf. Ja, der hat da unten eine Drehscheibe, wird gedreht. Oh, das ist aber eine zweifelhafte Weichenlage, muss ich sagen. Ja, da will ich auch jetzt nicht sagen. Das sieht richtig gut aus. Ich fahre jetzt mal hier rein. Irgendwie so ein bisschen recht habe ich doch, ne? Jetzt hat sich die Sache geklärt. Wie kommt das eigentlich? Ja, klar. Ja, ja. Ist nicht so der Mann. Genau, wir müssen ja auch der fährt da lang. Da haben wir Glück. Also ist dann mit dem Zug tatsächlich schlauer eigentlich. Dieses Ding kann also nicht so zusammengetragen werden, sondern irgendwie das. So, mit diesen Bahnen, mit diesen Wagen kann man nun weiterfahren.
Die Drehscheibe. Damit kann man nun diese Wagen hier drehen, auf die Bühne fahren, die uns eben begegnet ist, und dann diese Wagen nach unten transportieren. Das Wagen setzt sich in Bewegung. Dies ist hier eine Stichbahn, die mit Strom betrieben wird. Ja, die habe ich auch gefüllt. Ob man nun etwas erkennen kann auf dem Videofilm, das weiß ich nicht. Wir fahren nun wieder runter. Und dies hier ist ein Blick auf die verschneiten Höhen des Thüringer Waldes. Von dem Mitarbeiter dieser Bahn habe ich gehört, dass die Bühne nicht beladen sein muss, also dass die Bühne unbeladen als Gegengewicht ausreicht. Ohne Scheu äsen sie weiter. Auch dort unten ist eine Drehscheibe und dort unten steht noch der Wagen, den ich gestern in Saalfeld gefilmt habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier von diesem Wagen aus erwischen kann. Spitze des Daches und den Stromabnehmer kann man gerade eben erkennen.
ab in die Versenkung. Im Hintergrund kommt nun keine Dampflok, wie das heute Morgen zwei, dreimal der Fall gewesen ist. Einmal sind wir ja nebenher gefahren, sondern eine 219er kommt nun von Katzhütte und fährt nach Grottenbach. Beendet. Die 65er säuselt vor sich hin. In circa einer Stunde wird die 44er und kurz drauf die 01er hier eintreffen. Normaler Betrieb im Bahnhof Grottenbach. Um 8.33 Uhr muss der Zug auf Bahnsteig 1 rausfahren. Und das macht er nun auch pünktlich.
Minuten. Drei Dampflokomotiven im Bahnhof Rottenbach. Sitzendorf Unterweißbach. Der Zug kommt nun zurück und wie so oft regnet es wieder einmal. Die wilde Horde wird in einigen Minuten hier eintreffen und dann wird es hier wieder von Fotografen und Videofilmern wimmeln. Die Mitarbeiterin der Deutschen Reichsbahn geht nach vorne zum Bahnübergang, um die Schranken runterzulassen. Musik
Thank you.
Hier hält kein Zug mehr. Deswegen wird gleich mit vollem Dampf die 0154 durchbrausen. Aber die werde ich an einer anderen Stelle aufnehmen. Unterhalb dieses Bahnhofs liegt eine sehr schöne Klosterruine, die ich jetzt auch noch aufnehmen werde. Mit den Bildern auf die Kirche in Milbitz haben wir gestern Morgen angefangen. Und mit den gleichen Bildern hier von diesem Standpunkt möchte ich mich für heute verabschieden. Gleich werden wir noch einmal die 01er in der Kurve filmen. Wenn wir Glück haben, noch in Bad Blankenburg, aber das wird sich erst später rausstellen. Hier wird gleich die 01er herkommen. Die 44er in Bad Blankenburg wartet auf ihre Ausfahrt.